Wir haben heute gemeinsam die Landtagswahl in Schleswig-Holstein ausgewertet und das Ergebnis für die Linke in Schleswig-Holstein ist bitter und es ist sehr enttäuschend. Nun muss man dazu sagen, dass es nicht ganz überraschend ist, dass wir in diesen Landtag nicht eingezogen sind, dass wir den Wiedereinzug verpasst haben. Aber dieses Ergebnis ist natürlich wirklich sehr, sehr bitter. Nun muss man sagen, dass Schleswig-Holstein es schon immer schwierig war für uns als Linke, weil es ein Land ist mit viel ländlichem Raum, weil uns in vielen Gebieten einfach auch die Strukturen fehlen, weil wir nicht im Landtag vertreten waren und deswegen natürlich auch die Probleme hatten, überhaupt wahrgenommen zu werden mit unseren Themen und ein Landesspezifikum natürlich auch der SSW ist, der ja ein sehr gutes Ergebnis jetzt bei dieser Wahl hatte. Und wir haben es geschafft, einmal in Schleswig-Holstein in den Landtag einzuziehen. Das war im Jahr 2009. Da war die Wahl parallel zur Bundestagswahl. Damals hatte die Linke ja ein sensationelles Ergebnis von 11,9%. Und dann ist die Linke in Schleswig-Holstein mit 6% in den Landtag eingezogen. Also von daher würde ich sagen, es ist ein Land, in dem wir uns natürlich generell schwer tun. Aber dass dieses Ergebnis jetzt wirklich so weit runterging, ist natürlich sehr bitter und eine Enttäuschung. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, den beiden Spitzenkandidatinnen ganz herzlich zu danken und der gesamten Linken in Schleswig-Holstein zu danken für den engagierten Wahlkampf, den sie gemacht haben in einem sehr schwierigen Umfeld. Ich möchte sagen, dass ich finde, dass Susanne Spätmann als Spitzenkandidatin einen großartigen Wahlkampf gemacht hat. Sie ist Krankenschwester, sie hat wirklich glaubwürdig und authentisch von den Zuständen im Gesundheitssystem, über die gesprochen, hat sich für gute Arbeitsbedingungen in der Pflege eingesetzt. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass du diese Kandidatur gemacht hast. Und Johann Knigge-Blietschau, der ja als Lehrer sehr auf die Frage soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem, eine Schule für alle, das Thema sehr stark gemacht hat. Also auch dir herzlichen Dank. Und ich finde, ihr beide habt als Spitzenduo wirklich die Linke gut auf den Podien vertreten. Weil das waren ja unsere wichtigen Themen, eben gute Bedingungen in der Pflege, das Thema gute Bildung, Klimaschutz, Umweltschutz, das waren die Themen, die wir stark gemacht haben, also soziale Gerechtigkeit in Schleswig-Holstein. Und ich war selber ja auch mehrfach dort gewesen. Ich finde, dass das eine gute Kampagne war, auch die Landespartei, wo ich viele Komplimente für gehört habe. Also, dass das wirklich eine frische Kampagne war und auch in Teilen ein bisschen witzige Kampagne. Also da möchte ich mich nochmal herzlich bedanken für all das Engagement, das da reingeflossen ist. Ja, wir haben, meine Damen und Herren, in dieser Woche eine weitere Wahl, nämlich am Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Und wir sind diese Woche im Wahlkampfendspurt, weil das Ziel natürlich ist, dass die Linke ein gutes Ergebnis hat in NRW. Ich halte es auch bundespolitisch wirklich für notwendig, dass es Druck gibt links auf die Ampel, gerade in einer Zeit der Aufrüstung, in einer Zeit, in der das Sondervermögen, die 100 Milliarden für die Bundeswehr beschlossen werden soll, braucht es doch eine linke und kritische Stimmen gegen diese Aufrüstung. Wir sind der Meinung, gerade aktuell in der sozialen Schieflage, die es gibt, wo die Entlastungspakete bei vielen, die sie dringend bräuchten, gar nicht ankommen, ja, und andere sich an Krieg und Krisen wirklich dumm und dusselig verdienen. Also da wäre es doch dringend notwendig, eben auch diese hohen Gewinne deutlich höher zu besteuern. Wir reden jetzt über Rheinmetall zum Beispiel, ja, also dort eben auch, auch wie Länder beispielsweise wie Italien das gemacht haben, so eine Form von Übergewinnsteuer einzuführen, um da eben auch wirklich was abzuschöpfen, damit man sozialen Ausgleich organisieren kann. Deswegen soziale Gerechtigkeit und gute Arbeit, das sind die Themen der Linken. Und natürlich auch die Frage, habt ihr ja auch in Schleswig-Holstein stark gemacht, ist jetzt auch das Thema in Nordrhein-Westfalen, das kostenfreien ÖPNV, weil wir haben jetzt eine Umstellung auf ein 9-Euro-Ticket, was natürlich mit enormem Verwaltungsaufwand verbunden ist und sehr kurzfristig ist. Das zeigt ja, dass es möglich ist, den ÖPNV eben deutlich anders zu finanzieren und günstiger zu machen. Das sind all das Themen, für die wir jetzt in dieser Woche kämpfen, nämlich dass der Kinderarmut den Kampf angesagt wird, dass wir gute Bildung für alle brauchen, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammengehören. Und dafür kämpfen wir jetzt diese Woche in Nordrhein-Westfalen. Ja, das war ein Wahlkampf, den wir in einem ausgesprochen schwierigen Umfeld geführt haben. Wir sind im Norden durchaus
starken Wind gewohnt, aber das war wirklich eisiger Gegenwind, gegen den wir da ankämpfen mussten. Ich denke trotzdem, dass wir die richtigen Themen gesetzt haben und das ist uns auch immer wieder deutlich geworden, da wo wir in der Lage waren, unmittelbar mit Menschen zu sprechen, beim Haustürwahlkampf, auf Podien, in Diskussionen, beim Straßenwahlkampf. Ja, gute Pflege, Bildungsgerechtigkeit, eine Energiewende, die den Menschen nützt, das waren alles die Themen, die aufgerufen wurden, zu denen hatten wir auch gute Antworten, aber es war in diesem Umfeld nahezu unmöglich, eigene Themen also zu setzen in diesen Wahlkampf. Beispielsweise die eine Schule für alle ist das Thema, das ich immer wieder versucht habe, in den Wahlkampf zu platzieren. Aber man muss einfach sagen, ohne mediale Aufmerksamkeit, und das lässt eben ab einem gewissen Punkt nach, wenn man in den Umfragen absinkt, war es nicht möglich, dieses Thema zum dem Wahlkampfthema zu machen. Ja, genau. Und die eine Besonderheit von Schleswig-Holstein hatten wir eben schon einmal kurz angesprochen. Der SSW braucht bei uns die 5% nicht. Die können so in den Landtag einziehen und die haben ein sehr, sehr gutes Ergebnis abgeräumt, was uns, gerade weil die in umweltpolitischen Themen sehr in unsere Richtung geschwenkt ist, schon schwierig gemacht hat. Auf der anderen Seite gab es Podiendiskussionen und auch wenn ihr euch die Fernsehauftritte und sämtliche große Auftritte in Schleswig-Holstein, dann war das Triell, die wollten einfach nur die großen Parteien sehen. Zu vielen Podien sind wir gar nicht eingeladen worden, hatten einfach gar nicht so die Chance, uns einfach mal vorzustellen und einfach auch mal mehr Bekanntheitsgrad zu erreichen. Also ich meine, die Linke ist die Partei der Mieterinnen und Mieter und auch der Pflegekräfte und die ganzen Probleme, die einfach im Land bestehen, da haben wir jetzt große Angst vor, dass die einfach nur aufgeschoben werden, weil bei der Regierung, die jetzt einen weiter so anstrebt, das durchaus passieren könnte. Und deshalb hätten wir uns natürlich ein besseres Ergebnis gewünscht und freuen uns aber trotzdem, dass wir einfach weitermachen und dass wir im Wahlkampf so viele tolle Helfer hatten, so viel Elan mit uns auf die Straße zu gehen, für das gute Leben für alle zu kämpfen. Und da setzen wir auf jeden Fall an. Und werden weitermachen. Also auch da, das möchte ich noch gerne ergänzen. Also gerade der Jugendverband, der war unglaublich aktiv im Wahlkampf und wir haben eben auch immerhin bei den jungen Leuten über 5% geholt. Also das heißt, für die Zukunft des Landesverbandes sehe ich durchaus Hoffnung. Und ich sehe eben auch, dass die Wahlkämpfer und Wahlkämpfer waren total motiviert und sie waren es sogar bis gestern Abend, sogar noch nach Verkündung dieses Ergebnisses, weil wir uns eigentlich einig waren, okay, wir haben wirklich alles geleistet, was wir konnten. Und es hat jetzt nicht gereicht und wir geben deshalb jetzt nicht auf, weil wir wissen, dass diese Themen auf der Straße liegen bleiben werden. Oh, und wir hatten auch noch eine ganz kleine Freude. Die AfD hat tatsächlich den Wiedereinzug in den Landtag in Schleswig-Holstein nicht geschafft. Eine Parole. Am 8. Also Mai. 8. Mai, nazifrei. Das immerhin. Gut, dann besteht jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Auf. Eine Frage an die beiden Spitzenkandidaten. Sie haben jetzt vor allem im Grunde auch Schleswig-Holstein-spezifische Gründe für die Wahlniederlage genannt. Welche Rolle hat dann auch der Rücktritt von Susanne Hennig-Welsow in diesem Wahlkampf gespielt und auch die Sexismusdebatte, die es gerade in der Linken gibt? Also ich kann das nicht quantifizieren, das hat uns geschadet. Ob uns, wie stark uns das geschadet hat, kann ich nicht sagen. Ich bin darauf nicht unmittelbar angesprochen worden, aber das mediale Echo, das insgesamt hat mich schon verblüfft. Also ich hatte das relativ schnell so gedacht, okay, noch eine schlechte Meldung und hatte das verbucht. Aber wir sind darauf nicht unmittelbar angesprochen. Aber klar, es war wahrnehmbar, wir sind in Umfragen noch mal weiter abgesackt. Ja. Ja, ich denke auch. Wir hatten ja eine Auftaktveranstaltung mit Janine Wissler und Susanne Hennig-Welsow, die wirklich ja auch Zuspruch hatte. Und Susanne hat ja auch Sympathien auf sich gezogen. Also ich meine, Frauen, die im richtigen Moment Blumen werfen, sind halt dann schon ja doch mal. Ich glaube schon, dass es eine Art auch von Enttäuschung ist. Auf der anderen Seite hat man auch hohes Verständnis dafür. Aber natürlich ist uns das teilweise um die Ohren geflogen. Das stimmt schon. Ich persönlich finde es auch ganz schade. Aber das ist halt trotzdem verständlich für uns alle. Und es ist halt einfach allgemeine harte Zeit für unsere Partei. Also positiv habe ich empfunden von unserem Landesverband aus, dass zum Beispiel wir den offenen Brief sehr, sehr schnell unterzeichnet haben vom Landesverband aus. Der war einer der ersten Landesverbände oder glaube ich sogar der erste, der es unterzeichnet hat. Also ich finde, wir haben als Landespartei da sehr, sehr schnell reagiert. Und das hat mich jetzt erstmal gefreut, dass wir das getan haben. So. Und wie gesagt, das Holle ist bei uns wahnsinnig aktiv. Auch das habe ich eher als Bonus empfunden. Aber das hat uns wiederum, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung auch nicht mehr so viel genützt. Das hat keiner gemerkt. Sind noch weitere Fragen? Frau Frühhoff. Ich würde noch mal an Frau Wissler herschieben. Sie sprachen gerade von der NRW-Wahl.
Wir wissen alle, die Linke steht gerade nicht auf festen Beinen und es deutet sich an, dass es auch schwierig werden könnte, dass die Linke dort in den Landtag einzieht. Was kann dann noch passieren in dieser einen Woche, in diesen verbleibenden Tagen, dass die Linke da vielleicht noch eine Art Trendwende einleiten kann? Ja, wir kämpfen da bis zuletzt um jede Stimme für die Linke in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ein paar auch objektive Unterschiede zwischen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Also der SSW ist eben angesprochen worden. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass ja die Linke auch in Nordrhein-Westfalen mit der Klimaliste eine Vereinbarung hatte, dass die Klimaliste eine Aktivistin auf unserer Liste kandidiert und dass es keinen eigenen Antritt der Klimaliste gibt. Auch da haben wir zwei tolle Spitzenkandidatinnen mit Caro Butterwecke und mit Jules El-Khatib, ja, die auch wirklich mit wichtigen Themen da in der Öffentlichkeit sind. Wir werden da jetzt bis zuletzt um jede Stimme kämpfen. Also ich werde die Woche auch nochmal nach Nordrhein-Westfalen fahren. Gregor Gysi wird da sein, noch viele andere, die dort Wahlkampfveranstaltungen machen. Und natürlich werden wir auch mal wirklich auf die Themen setzen. Also ich meine, das Thema Kinderarmut ist eben wirklich in Städten wie Gelsenkirchen ein riesiges Thema. Das Thema Bekämpfung der Kinderarmut hat die Ampel gerade vertagt, weil im Haushaltsentwurf kommt die Kindergrundsicherung ja gar nicht vor. Wir werden das Thema Mieterinnen und Mieter, also die steigenden Mieten, natürlich thematisieren. Das sind Städten wie Köln, Düsseldorf, Bonn, ja, die Menschen ja sich kaum noch Wohnungen in der Innenstadt leisten können. Deswegen fordern wir ja auch die Wiedergründung einer landeseigenen Wohnungsgesellschaft, um dort eben auch aktiv gegenzusteuern. Und natürlich wollen wir auch das Thema Klimaschutz, sozialökologischer Umbau ist ein wichtiges für Nordrhein-Westfalen, also eben die Arbeitsplätze auch in der Industrie zukunftsfähig zu machen und die Klimaziele zu erreichen. Das sind Themen, die wir da gut, die wir da nach vorne stellen. Und deshalb kämpfen wir da bis zuletzt um jede Stimme. Und natürlich will ich auch sagen, weil natürlich eins der dominierenden Themen auch im Wahlkampf in Schleswig-Holstein nicht nur die landespolitischen Themen waren, sondern natürlich gerade die Situation Krieg und Frieden, die Situation, wie geht man um mit dem Krieg in der Ukraine. Und da ist für uns ja ganz klar, wir sind konsequente Friedenspartei, wir lehnen diesen verbrecherischen Angriffskrieg ab. Wir halten die Aufrüstung der Bundeswehr für die falsche Antwort und deswegen werden wir auch das noch deutlich machen, auch in dieser Woche. Es geht jetzt darum, ob 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgegeben werden, ob das im Grundgesetz festgeschrieben wird, was bedeuten würde, für Aufrüstung hätte Verfassungsrang in diesem Land. Und wir reden mittlerweile über, oder wir reden nicht nur drüber, es ist beschlossen, bewaffnete Drohnen, atomwaffenfähige Kampfflugzeuge. Das ist die Debatte, die wir gerade in Deutschland haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass an der Stelle auch kritische Fragen gestellt werden, dass Kritik geäußert wird und dass eben auch auf die Eskalationsgefahren hingewiesen wird, wenn es eben ein solches neues Wettrüsten gibt. Auch das ist ein Thema, was wir natürlich die Woche nochmal stark machen werden. Und ja, deshalb kämpfen wir bis zuletzt um jede Stimme in Nordrhein-Westfalen. Nochmal an Uwe Jahn, Hauptstadtstudio Hörfunk. Nochmal eine Frage an die beiden Spitzenkandidaten. Wenn Sie vor Ort gewesen sind und Gespräche geführt haben, welche Rolle spielte da der Sexismus, die Sexismus-Schlagzeilen? Ich nenne es mal so. Wenig. Keine große. Also habe ich nicht die Erfahrung mitgemacht. Zwar immer mal die Ansprache darauf, dass die Presse einfach uns schlecht macht oder so. Das war ja auch nicht nur die Artikel, das war ja auch teilweise so in den Tagesthemen, sage ich jetzt mal so, dass wirklich die Presse nicht gut war. Darauf wurde man schon angesprochen, und aber eher meistens mit dem Mensch, ihr seid ja trotzdem noch alle da, ihr macht hier einfach weiter. Also eher mit der Anerkennung, dass wir einfach trotzdem den Wahlkampf dahingelegt haben. Also das kann ich auch bestätigen, das spielte in der unmittelbaren Auseinandersetzung keine Rolle. Im Internet gab es durchaus Kritik, dass wir auf der ganzen linke MeToo-Ebene, aber nee, also das spielte, also der Ukraine-Krieg war in der Hinsicht sehr viel mehr oben auf bei den schwierigen Themen, sage ich jetzt mal. Die Linke am Limit. Ich zitiere eine sehr geschätzte Politikwissenschaftlerin, hier zu Gast bei uns im Studio, immer noch, Julia Reuschenbach. Ja, ich glaube, über Schleswig-Holstein, über dieses Wahlergebnis müssen wir gar nicht länger sprechen. Es geht jetzt weiter nächste Woche in Nordrhein-Westfalen. Die Linke am Limit. Kriegen Sie sich da noch mal berappelt? Was muss passieren, dass Sie da noch mal wieder auf die Füße kommen?
Ja, der Trend spricht nicht dafür. Vor allen Dingen, weil natürlich jetzt diese geballte Ladung, erst das verheerende Ergebnis im Saarland, auch schon die schwierige Situation bei der Bundestagswahl, wo man ja auch schon drohte, fast an der 5%-Hürde zu scheitern. Also man ist an der 5%-Hürde gescheitert und ist dann trotzdem über die Direktmandate eingezogen. Und jetzt dann dieses Ergebnis aus Schleswig-Holstein, also der Gesamteindruck rein aus den Ergebnissen ist schon ein verheerender. Und dann kommt eben der Eindruck der Partei noch dazu. Also eine desolate Zerstrittenheit in den Führungsgremien, Rücktritte, eine im Grunde offene Führungsfrage. Im Juni soll jetzt der Parteivorstand komplett neu gewählt werden. Das ist natürlich alles in der Gesamtheit für die NRW-Wahl eine sehr schwierige Ausgangslage. Und man hat ja auch da 2017 bei den letzten Landtagswahlen zwar nur knapp, aber den Einzug verpasst. Und es ist eben immer sehr schwierig, den Wiedereinzug zu schaffen. Insofern bin ich skeptisch bei der Frage, ob die Linke jetzt bis Sonntag da noch mal nennenswert zulegen kann. Sie haben den Parteitag angesprochen. Vorstand stellt sich zur Wahl. Letztlich muss es ja irgendwie eine Kompletterneuerung geben. Die Partei muss sich irgendwie wieder, wenn überhaupt, zusammenruckeln. Wie sehen Sie die Situation da für die Linke im Moment? Also meines Erachtens ist die Situation tatsächlich wirklich sehr schwierig. Man hat ja sehr lange auf Zugpferde gesetzt, die diese Partei geprägt haben. Gregor Gysi, der Name ist eben gefallen, Sarah Wagenknecht, aber auch jemand wie Oskar Lafontaine. Und diese Gesichter verschwinden oder sind in diese innerparteilichen Debatten und Diskussionen in einem Ausmaß verstrickt und bündeln da sozusagen Gegnerschaften, die es ganz schwierig machen, etwas zu erzeugen, was aber für Wählerinnen und Wähler immer eine ganz zentrale Rolle spielt, nämlich die Geschlossenheit einer Partei. Also ein Effekt, den wir auch von der SPD kennen. Wenn die Partei nicht geschlossen wird, wenn permanente Unruhe ist, dann wird das von Wählerinnen und Wählern nicht gerne gesehen. Und insofern geht es im Juni nicht nur um neue Köpfe, denn das hatte man ja, muss man ehrlicherweise sagen, gerade mit der neuen Führungsspitze von Janine Wissler und Susanne Henning-Well so versucht, auch lagerübergreifend versucht, sondern es wird auch um die Frage gehen, was ist das inhaltliche Profil der Partei, wie arbeitet sie diese innerparteilichen Querelen auf und wie wirklich, muss man sagen, stellt man sich vom Kopf auf die Füße komplett neu auf, wenn diese Partei eine Zukunft haben will. Mhm.